Da unsere Gesellschaft ja sehr stark altert, was bedeutet, dass wir wenig Personen haben, die nachkommen, die auch Pflege übernehmen können, müssen wir eigentlich sehr frühzeitig darauf achten, wie wir Pflege vielleicht auch hinauszögern können. Also das wäre schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Und auch heute schon Schritte ausprobieren und entwickeln, wie man Pflege aufhalten kann. Also wenn Pflege eingetreten ist, wie man diese Pflegesituation gut stabilisieren kann, damit Menschen trotzdem, was die meisten ja auch wollen, zu Hause bleiben können. Und gleichzeitig zu schauen, dass die Personen, die Pflege leisten wollen, also die pflegenden Angehörigen, und das muss nicht unbedingt immer ein wirklicher Angehöriger sein, das kann auch eine Freundin, ein Freund oder ein Nachbar sein, dass die in die Lage versetzt werden, die Pflege so durchzuführen, dass sie selber gesund dabei bleiben. Wenn man nur auf die Fragen der Ratsuchenden eingehen würde, dann wäre da erstmal die Prävention nicht existent. Die werden eher so Fragen stellen zu konkreten Situationen, kann ich eine Leistung in Anspruch nehmen, wie funktioniert das mit der Begutachtung? Und wir nutzen aber ja ein Assessment-Instrument, wo wir die Bedarfe und Bedürfnisse unserer ratsuchenden Personen genau erheben. Und da haben wir sowohl die pflegebedürftigen Personen im Blick, als auch die pflegenden Angehörigen. Und dann ermitteln wir da Themen, zu denen wir wieder beraten. Und dann, wenn wir diese Themen identifiziert haben und den Angehörigen an der Stelle auch nochmal deutlich machen, wie wichtig sie sind, damit das stabil bleibt, das ganze Setting, dann sind auch sehr viele bereit, sich tiefer damit zu beschäftigen und wirklich auch zu gucken, was können sie denn selber machen. Die Entlastung ist immer das eine Thema, aber das andere Thema ist natürlich vor allen Dingen auch eine Frage von Zeit, von Möglichkeit, das eigene Leben so zu gestalten in Verbindung von Familie, Beruf und Pflege. Also wie bekomme ich das eigentlich hin? Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Dann aber auch die Frage von körperlicher Belastung. Ja, also wenn wir jetzt bei pflegenden Angehörigen sind, Pflege ist ja auch körperlich und psychisch belastend. Und wenn ich dann zum Beispiel bei Mobilisation einen pflegebedürftigen heben muss oder so, dann geht das ja auch auf den Rücken. So, und da dann eben auch aufzuzeigen, was könnte man denn als pflegender Angehöriger da auch tun, um gesund zu bleiben. Also am besten setzt man immer an Punkten an, mit denen die pflegenden Personen schon gute Erfahrungen gemacht haben. Also was hat mir sonst geholfen? Was habe ich gemacht in Zeiten, wo ich noch nicht so gepflegt habe, aber auch belastet war? Ja, habe ich da Entspannungstechniken gemacht? Habe ich mich bewegt? Bin ich schwimmen gegangen? Bin ich in den Wald gegangen, was auch immer. Also das sind so Sachen, die sind eigentlich so das Wichtigste. Und wenn wir das den Pflegenden aufzeigen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es wichtig ist und dass sie darauf schauen sollen und sich das auch erlauben dürfen, dann ist eigentlich der erste Schritt getan. Die Pandemie spielt da natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil da ja sehr viele mehr Anforderungen hatten, als sie es vorher hatten. Und eigentlich wird es schon stärker, weil die Personen, die heute in Pflege gehen, die pflegenden Angehörigen, das sind ja häufig Menschen, immer noch Frauen, das ist ja nach wie vor sehr durch Frauen geprägt, die berufstätig sind. Vor 30 Jahren waren Frauen in dem Alter zu einem sehr geringen Maß berufstätig. Das ist vollkommen anders heute. Und die machen ja auch in der Regel ihren Beruf gerne und müssen ihn auch machen für ihre Altersvorsorge. So, und deswegen gucken die auch, nicht alle, aber viele darauf, wie kann ich das eigentlich miteinander vereinbaren? Und wir machen ja auch Eldercare-Angebote, wo wir Menschen in Betrieben beraten, wie sie ihre Situation mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen gut strukturieren können. Also es ist genau die gleiche Beratungsleistung, aber für diese Zielgruppe. Und das sind eben auch dann Personen, die schon pflegen. Und die kommen mit ganz konkreten Fragen und Belastungssituationen und wissen eben oft nicht, was sie machen können, weil das Leistungswirrwarr ist schon ziemlich hoch. Ja, zu sortieren, welche Leistung kann ich wann in Anspruch nehmen, wie kann ich die miteinander kombinieren, da braucht man einfach einen Lotsen an der Hand und das macht Pflegeberatung.